Herzlich willkommen zu Combit TV. Ich bin Björn Eckstein, Geschäftsführer von Combit und ich leite die Produktentwicklung des Combit Relationship Managers. In dieser Folge möchte ich Ihnen am Beispiel iPhone die effiziente mobile Nutzung des Combit CRM mit Ihrem Smartphone zeigen. Hierzu stellt der Combit CRM eine spezielle mobile Oberfläche, eine sogenannte Web-App, für den Zugriff per Smartphone über das Internet zur Verfügung. Nach der Anmeldung an Ihrem CRM-Server stehen Ihnen über die Projektnavigation alle für den mobilen Zugriff bereitgestellten Ansichten zur Verfügung. Sie können also zum Beispiel direkt von unterwegs auf Firmen, Kontakte, Aktivitäten, Dokumente, Verkaufschancen und vieles mehr zugreifen, wenn Sie dies wünschen. Ich öffne einmal die Firmenansicht. In der Übersichtsliste kann ich jetzt durch die Daten blättern oder darin suchen. Dabei erfolgt der Zugriff live auf die unternehmensweit zentral gespeicherten CRM-Daten. Das bedeutet sekundenaktuelle Daten überall. Dies vermeidet doppelte Datenpflege und aufwendige Synchronisation. Sie sparen sich außerdem unterwegs Rückfragen bezüglich neuester Informationen zu Ihren Kunden. Ich schaue mir die Firmendetails an und sehe direkt alle wichtigen Informationen, wie Stammdaten, Kommunikationsfelder und so weiter. In diesem Fall jetzt zur Albatros Flug UHG. Dabei kann ich jetzt auch weiter verzweigen und mir beispielsweise die Firmenansprechpartner, alle Firmenaktivitäten oder Verkaufschancen aufrufen oder neu anlegen. Bei den Ansprechpartnern gehe ich jetzt einmal in die Details von Herrn Juncker. Auch hier habe ich wieder Zugriff auf die Kommunikationsdaten. Über Links können Sie jetzt direkt anrufen oder auch mit Ihrer gewohnten Standard-App eine E-Mail oder SMS schicken. Sie können über das Smartphone auch Datensätze bearbeiten, zum Beispiel Kontaktdaten ändern, wie ich es gerade nebenbei mache. Dabei ist Ihre Änderung nach dem Speichern sofort für alle sichtbar und ermöglicht so für alle eine aktuelle Rundumsicht auf Kunden, Aktivitäten und vieles mehr. Neue Datensätze können natürlich auch angelegt werden, zum Beispiel ein Besuchsbericht. Die einfache mobile Datenpflege erhöht zusätzlich die Qualität Ihrer Daten. Als nächstes mag ich mir jetzt die vergangenen Aktivitäten meines Kontaktes hier aufrufen, so dass ich sehe, was hier so gelaufen ist. Ich sehe jetzt zum Beispiel, dass der Kunde in einem 40-minütigen Telefonat um die Zusendung einer Produktprobe gebeten hatte. Sie können sich aber auch die Korrespondenz abrufen und haben Zugriff auf die Dokumente, wenn Ihr Smartphone den Dokumenttyp unterstützt. Sie können so Rückfragen vermeiden, das spart einerseits natürlich Zeit, aber Sie erhöhen auch gleichzeitig Ihre Professionalität im Kundenmanagement. Ich kann mich direkt von unterwegs aus über Verkaufschancen informieren. Hier zum Beispiel geht es um ein 3.000-Euro-Angebot an die Bugfree Software GmbH, wo wir die mündliche Zusage bereits erhalten haben. So können sich Ihre Außendienstmitarbeiter auf die wichtigen Kunden konzentrieren und effizient Ihre Ziele verfolgen. Sie haben per Smartphone direkten Zugriff auf die im Combit CRM integrierte zentrale Termin- und Aufgabenverwaltung. So sehen Sie je Tag die anstehenden Termine und fälligen Aufgaben. Heute steht für mich zum Beispiel das Nachfassen eines Angebots an die Luna Aventuras auf dem Programm. Auch neue Termine und Aufgaben, die Ihnen zwischenzeitlich Kollegen eingetragen haben, tauchen dank dem Online-Zugriff hier direkt auf. Alle Ansichten und Informationen, die Sie gesehen haben, können Sie ganz leicht auf Ihre Unternehmenslösung und Ihre individuellen Anforderungen hin anpassen. Ich möchte mit Ihnen daher noch ganz kurz einen Blick hinter die Kulissen werfen und Ihnen zeigen, wie einfach das geht. Im ersten Schritt geben Sie an, welche Ihrer CRM-Ansichten für den mobilen Zugriff bereitgestellt werden sollen und welche nicht. Ich nehme jetzt beispielsweise noch Kampagnen für den mobilen Zugriff hinzu. Im zweiten Schritt muss ich jetzt nur noch für jede Ansicht definieren, welche Felder in der Übersichtsliste angezeigt werden und welche Informationen in der Detailansicht bereitgestellt werden. In der Detailansicht können neben den Feldern auch Zwischenüberschriften und Verzweigungsmöglichkeiten zu verknüpften Daten aus anderen Ansichten aktiviert werden. Ich füge jetzt mit einem Klick einfach noch eine weitere Verzweigung hinzu, zum Beispiel zur Kampagnenzuordnung. In unserem Fall die Information, an welcher Kampagne die Firma teilgenommen hat. Für die gerade eben noch reingekommene Ansicht Kampagnen muss ich jetzt nur noch kurz definieren, welche Felder ich in der Übersichtsliste sehen will. Und welche Felder ich in der Detailansicht sehen möchte. Das war auch schon alles. Jetzt werden daraus die Konfigurationsdaten generiert und zentral auf Ihrem CRM-Server eingespielt. Und schon können Sie mit dem Smartphone auch die Kampagnen abrufen.
Dadurch, dass auf dem Smartphone weder selbst eine App installiert werden muss, noch irgendwelche Konfigurationseinstellungen oder Kundenadressen gespeichert werden, ist der Administrationsaufwand sehr gering. Das Smartphone selbst ist bei Aktualisierung oder Änderungen nämlich gar nicht betroffen. Sie haben gesehen, wie Sie neben der Windows-CRM-Oberfläche auch von unterwegs aus Ihre Kundendaten im Griff behalten. Sei es mit dem iPhone, einem Android-Smartphone, dem BlackBerry oder einem Windows-Phone. Übrigens unterstützt sie zusätzlich auch eine klassische Web-Oberfläche, wenn Sie mit dem iPad, einem anderen Tablet oder einem Netbook unterwegs sind. Sie haben außerdem gesehen, wie mobiles Combit-CRM Ihnen hilft, durch den Online-Zugriff auf die unternehmensweit aktuellen Kundendaten Ihre Aufgaben noch effizienter zu erledigen und Ihre Produktivität zu steigern. Damit sind wir am Ende dieser Folge von Combit TV. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut!